In einer Woche ist es also wieder soweit. Anstoß auf allen Plätzen, 14.30 Uhr. Nun zum nationalen Fußball. Ein Rückblick auf den gestrigen 6. Oberliga-Punktspieltag. 90.000 Zuschauer sahen insgesamt 15 Tore, zugegeben ein wenig mager. Fast die Hälfte aller Treffer schossen die beiden führenden Dynamo-Mannschaften aus Dresden und Berlin. Wismut Aue, 1. FC Union Berlin, 0:0. Es folgen einige Ausschnitte, Gedanken zum gestrigen 5. Spieltag unserer Oberliga. Insgesamt fielen 19 Tore. Damit lag man knapp unter dem Schnitt bisher. Erfreulich allerdings die Zuschauerzahl von 110.000. Zunächst doppelter Glückwunsch für das Geburtstagskind des heutigen Tages, Lutz Mold, zum 32. und zu diesem klaren 7:0 Erfolg. Ein Erfolg, der wohl in dieser Höhe nicht erwartet wurde, Lutz Mold. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Und ich glaube, dass dieser Erfolg in dieser Höhe also nicht vorauszusehen war. Im Mittelpunkt des heutigen Panoramas steht natürlich der vergangene Europapokal-Mittwoch. In 64 Spielen gab es insgesamt 235 Tore. 11 wurden von den 5 DDR-Mannschaften erzielt. Und diese 11 Tore reichten für 4, um die nächste Runde zu erreichen. Das ist dann der zweifache Torschütze der Dresdner in diesem Europapokaljahr. Gerd Heidler, Sie schossen ja schon das Tor in Twente gegen Twente Enschede, das Auswärtstor. Da hat es gereicht. Glauben Sie das Gleiche auch von diesem Auswärtstor in Lüttich? Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir diesmal auch zu Hause ein Tor schießen müssen, um die nächste Runde zu erreichen. Die Lütticher Mannschaft ist stärker einzuschätzen, vor allem im Sturmspiel. Sie werden auch in Dresden ihre Konter spielen. Die Leipziger Spieler, die hier von Gottfried Weise annonciert wurden, kommen selbstverständlich noch zu Wort. Aber jetzt erst einmal Aktionen aus dem gestrigen Spiel und damit herzlich willkommen zu Pokalspezial. René Müller, Gratulation fürs Weiterkommen ins Halbfinale. 2 Elfmeter pariert. Sehen Sie sich als Held dieses Spiels an? Ne, ich will nicht als Held unbedingt sagen. Die Spieler haben 100-200, das ganze Spiel, die kämpfen wie die Löwen. Elfmeter sind Glückssache und da wollte ich mich nicht als Held ansehen. Jürgen Raab, ja, der Pechvogel in der Jenaer Mannschaft, verschoss gleich den ersten. Kennen Sie seine Ecke? Ich kenne Jürgen zwar sehr gut, aber Jürgen ist eigentlich Schütze, der sehr oft wechselt und würde ich nicht sagen, dass ich seine Ecke kenne.